2022, Shaban und Martin McFly kommt raus. 10 Jahre vorher, 2012, haben wir Shaban und Captain Peng. Mhm. Und dieses Album habe ich schon 2012 gehört. Und ich würde so gerne so ein bisschen graben in dieser Zeit, weil ich mir schon damals nicht richtig vorstellen konnte, wie das zustande kam. Also erstmal, ich habe da eine Reihe von Fragen. Erstmal, woher kamt ihr? So ganz im Sinne von, also man hat vorher nichts mitgekriegt, dann gab es so einen Knall und plötzlich kamen Shaban und Captain Peng und es war so ganz anders, wo schon so die Frage ist, hä, aus welchem musikalischen Raum sind die denn jetzt plötzlich? Wo, was haben die vorher gemacht? Was hat die inspiriert und so weiter? Es kam irgendwie vom Himmel irgendwie gefallen, mhm, gefühlt. Naja, je nachdem, für mich nicht. Also das Projekt mit meinem Bruder schon. Mhm. Aber ich habe vorher ja schon, ich mache im Prinzip Beats, seit ich 19 bin oder so. Und da saß ich irgendwie immer dran und habe das gemacht und es hat lange Zeit wirklich einfach niemand interessiert, aber ich habe es trotzdem gemacht. Hast du es auch trotzdem, hast du es rausgehauen? Gibt's die Sachen im Internet oder sonst wie? Nee. Okay. Es war auch so ein bisschen vor Internet. Ja. Also nee, es war nicht vor Internet, stimmt nicht. Es gab schon das Internet, aber es war vor so MySpace und so Dingen, mhm, wo man so seine Musik präsentieren konnte. Und noch während meiner MySpace-Account-Zeit, die ja nur sehr kurz gewesen sein kann, ging das schon los mit Obert und so, irgendwie 2009, 2008. Aber wie kam das? Dein Bruder kam zu dir und sagte so jetzt... Ja, mein Bruder kam in mein Studio, der war weg. Mein Bruder war weg für 7 Monate in Indien oder so, hat, mhm, sich so eine Auszeit genommen und kam von da wieder. Und ich hatte in der Zeit mein Studio gebaut. Oder vielleicht schon vorher angefangen, ich weiß nicht mehr, aber hatte irgendwie, ist mein Studio ist in dieser Zeit entstanden. Und er kam zurück und er hat mich irgendwann mal besucht. Und ich war so, hier, guck, das ist das Studio, was ich mir gebaut habe. Und dann habe ich ihm so ein Beat vorgespielt, an dem ich gerade einfach irgendwie so saß. Und dann fing er an zu rappen und ich war so, oh, Robert, du rappst. Also, aha. Und er hatte so gerade sich damit beschäftigt, so aus Spaß, irgendwie so ein... Der kam aus Indien zurück und hat erstmal, glaube ich, ein bisschen Ruhe gebraucht. Und da entstand der Waldrap und hat so einen wirklich lustigen Text über die Tiere im Wald und so. Das ist aber nicht auf der Platte gelandet? Nein, das ist nie irgendwo gelandet. Und dann hat sich irgendwie ergeben, dass ich mit einem anderen Freund für irgend so ein kurzes Projekt für einen Track einen Texter brauchte und wir hatten jemand anders gefragt, der hat nicht geschrieben, bis so ganz kurz vorher. Und dann fiel mir ein, dass Robert letztens ja gerappt hat bei mir und wir haben den gebeten, was zu schreiben, das hat er getan. Und danach, das ist auch nicht auf der Platte, und dann hat es uns irgendwie gepackt, uns beide, Robert und mich, und wir haben so weitergemacht damit. Okay. Und dann auch Videos gemacht und irgendwie, also, ja, es zog so, es war dann wie so unausweichlich, man musste das einfach tun, es hat zu viel Spaß gemacht. Das heißt, ihr seid, ja, wie, wart ihr denn sonst wie als Hörer irgendwie im Deutschrap verankert, dass ihr euch für irgendwo so, wenn, der Bereich, also oder sonst wie? Ich mochte immer Hip-Hop, aber ich mochte auch immer eine Menge andere Musikrichtungen, also es war jetzt nie so meine das Hauptding, was ich gehört habe. Und als ich so, ich glaube, 16, 15 oder so war, habe ich irgendwie Fanta 4 gehört. Also jetzt nicht Deutschrap oder, naja, die Anfänge von Deutschrap. Ich habe letztens nochmal die erste Platte reingehört und mich hat überrascht, dass ich mich an die Beats überhaupt nicht erinnern konnte und ich die sehr... Weiß ich nicht. Ist schon sehr eigen. Ja. Die Texte weiß ich alle noch so und die Beats waren so, ah, ja, interessant. Aber man kann sich jetzt nicht Hannes und Robert im Jugendzimmer irgendwie vorstellen, nee, wie sie Deutschrap gepumpt haben und gesagt haben, sowas wollen wir auch machen, sondern es ist irgendwie... Nee, mein Bruder hat mit Moritz, unserem Gitarristen aus der Band, die hatten viel, viel zu tun, als klein waren. Oder jugendlich auch und so. Die haben viel Metal gehört, eigentlich. Und auch mit Peter, der auch in der Band spielt. Und ich bin ja schnell auf diesem Drum-Bass-Ding gelandet. Damit habe ich auch angefangen, Mucke zu machen und so, das aufzulegen und so weiter.
So, das ist eigentlich meine, also ja, meine Einstiegsdroge in dieses Gebiet. Also, und damit erklärst du ja fast schon so ein bisschen den Übergang, dass ihr es dann mit Band gemacht habt. Ich meine, ursprünglich ihr beide und dann habt ihr euch überlegt, das zu live. Das zog so gemeinsam los. Wir haben, oder beziehungsweise wir saßen so eine Zeit lang dran und haben so Tracks gemacht und wir hatten dann, glaube ich, irgendwie was wie 8 oder so. Ja. Und hatten auch schon vielleicht so 2 Videos gemacht und es kamen tatsächlich so die ersten Anfragen, ob wir irgendwo live spielen möchten. Ja. Und klein, also ich glaube, unser allererster Gig, den wir hatten, war im Café vom Rosis bei so einer kleinen Literaturveranstaltung. Und da haben wir gespielt mit Moritz an der Gitarre und mir an so einer kleinen, ziemlich furchtbaren Trommel und Robert am Mikrofon. Das war eigentlich der. Und am nächsten Tag hatten wir einen Auftritt in Graz, Robert und ich mit den Beats sozusagen. So, okay. Das war dann der erste Auftritt so oder der erste Auftritt richtig in einem Club oder irgendwie sowas. Und das stand, also in dem Moment, wo klar wurde, man will das live machen, stand eigentlich auch die Idee im Raum, dass man das nochmal mit einer Band erweitert. Da war eh Moritz da, der Gitarre spielt und der, genau. Und hat sich das so ergeben. Und dann wuchs es so nebeneinander her. Okay. Und die Band hat dann irgendwann, hat das so ein bisschen übernommen, sage ich mal. Das ist, man ist dann halt so zu fünft zusammengewachsen. Macht es auch zu fünft. Also es wuchs ja noch weiter zusammen. Da aus der gleichen Struktur ist ja irgendwie dann auch das Label entstanden. Wie kam es zu diesem Prozess? Naja, dazu kam es, weil irgendwann war klar, wir haben genug Material für eigentlich 2 Platten. Ja. Mit den elektronischen und mit, was wir bis dahin an Bandsachen geschrieben hatten. Und es wurde auch relativ schnell klar, also wir haben am Anfang noch versucht, ein, zwei Sachen, die Robert und ich elektronisch gemacht hatten, mit der Band umzusetzen. Und sind ziemlich schnell dazu gekommen, ich fand das auch, aber für die Band war das, glaube ich, auch, dass es eigentlich cooler ist, wenn wir was Eigenes machen. Das ist ja auch schon so, warum soll man das nachspielen? Elektronik hat auch seine totale Berechtigung, es knallt einfach nochmal anders in Bässen und in den Drums und in den, das ist halt das. Und wir waren so dabei, unseren eigenen Sound zu kreieren. Hip-Hop. Und genau, also das hat sich da so, da hat sich das so abgetrennt. Wir hatten genug Material. Wir haben uns jetzt nicht so wirklich auf die Suche nach einem Label begeben, aber ich glaube, da gab es auch kein großes Interesse irgendwie. Und dann war es so ein, also es ist ja eh alles so selber gemacht von Anfang an. Der Selbermachtrieb war einfach relativ groß und dann war es auch so die Überlegung, selber ein Label zu machen. Und wir haben einfach nur das riesengroße Glück, jemanden gefunden zu haben, der uns schon da auch begleitete, als wir das gemacht haben, als Booker, der sich bereit erklärt hat, das mit uns zu machen, weil alleine hätten wir nie ein Label auf die Reihe gekriegt. So, wir hatten viel Glück. Ja. Auch mit tollen Leuten, die wir getroffen haben. Ja, so läuft es ja nach wie vor eigentlich, ne? Ihr seid ihr als Band das Label plus die Person, genau. Ich weiß nicht, ob man sie nennt oder nicht, das weiß nicht, wie ihr das wollt, aber Mario Chetti, das kann man schon mal sagen. Ich finde, da gehören auch Lorbeeren dazu. Da gehören eine Menge Lorbeeren. Ja. Die man verteilen sollte. Und ja, ich frage mich immer, wie bei euch so diese Prozesse stattfinden. Ihr habt ja über die letzten 10 Jahre doch eine Menge ganz unterschiedlicher Künstlerinnen und Künstler veröffentlicht, die eine ziemliche Bandbreite haben. Und alles so unter diesem gemeinsamen Namen Kreismusik. Wie entscheidet ihr das? Wer darf, wer darf nicht? Wie machen wir das? Wir entscheiden das im Grunde genommen demokratisch. Aber es ist auch so, wir sind jetzt nicht so ein Label im Sinne von, dass wir versuchen, daraus ein Geschäft zu machen. Und darum ist auch die Frage, wie sehr das ein richtiges, echtes Label ist. Oder eher eine Plattform für uns und für Freunde. Viele Projekte, die da drauf sind, entspringen eigentlich der Band. Es gab Vögel, die Erde essen. Da ist unser Gitarrist Moritz einer von dieser Dreier-Kombo. Es
gab hier Pierre, da war, hat Peter aus unserer Band Drums gespielt und so. Also, ne, wo so klar war, wenn wir so ein Label machen, dann kann man da halt auch, oder ich habe eine Solo-Platte gemacht, man kann so seine eigenen Projekte veröffentlichen und hat bereits eine Plattform dafür, wo man die rausbringen kann, was cool ist. So. Wir sind, also da bin ja auch, dadurch, dass ich der Produzent bin, ist ja ist klar, ich kann mich da ein bisschen austoben und muss es nicht so sehr zur Abstimmung stellen, sozusagen. Das ist, und dann gibt es aber auch Sachen, die von Benny war bei uns. Und so Sachen werden dann demokratisch entschieden.